Herzlich willkommen zum Satzsagen hier auf JetzTV. Vielen Dank an Übersito und das JetzTV-Team. Schön, mit euch hier zu sein. Ja, ich hoffe, seid alle gut habt alle die Feiertage gut überstanden. Soweit. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel Neues bei mir. Vielleicht noch ein Wort zu den Satzungs in Bremen. Momentan steht noch kein Termin fest, aber dass es weitergehen soll, das ist eigentlich ausgemacht so. Also es wird irgendwann wahrscheinlich März, April vielleicht einen Termin geben, ist aber nicht verbindlich jetzt die Ansage. Also das wird dann auch noch rechtzeitig bekannt gegeben. Momentan steht kein Termin fest. Ja, aber weitergehen soll es in Bremen mit Live-Satzung vor Ort sozusagen. Ja, eine Frage ist noch nicht im Chat. Da steht einmal von Visuell Beowulf. Hallo Jens, hallo Wolfram, hallo Gemeinde. Und auch von May Möhm, hallo. Ja, herzlich willkommen an alle im Chat und wo auch immer. Ja, im Satsang geht es um Selbsterkenntnis, Erleuchtung, Erwachen, Selbsterforschung, verschiedene Wege zum bedingungslosen inneren Frieden sozusagen. Viele Menschen suchen ja das Glück oder glücklich zu sein, aber die meisten wissen, glaube ich, gar nicht genau, was das eigentlich ist. Die meisten verstehen darunter Freude, also bedingtes Glück sozusagen, wenn etwas Schönes passiert oder so. Ja, das ist mehr Freude. Und das Eigentliche, die wirkliche Befreiung ist ja, dass man bedingungslos glücklich ist sozusagen. Wobei das natürlich nicht so eine emotionale Glücklichkeit ist, sondern so eine ganz tiefe. Man könnte sagen, so ein Herzensfrieden ist das irgendwie so. Man ruht in sich selbst und es gibt einfach nichts mehr, was einen erschüttern könnte. Jedenfalls nicht im tiefsten Inneren, ne? Also äußerlich vielleicht. So. Ja. Und die Frage ist ja immer so, oder auch der Sinn vom Satsang ist an sich, Erfahrungen miteinander zu teilen auf dem Weg dahin. Und sich auszutauschen, ja, Fragen zu stellen über diese Themen. Und ja, das ist so eine paradoxe Situation, die Selbsterkenntnis, weil es gibt, wenn man es jetzt ganz klar konzeptuell runterbricht, gibt es nur Gott oder das Absolute. Ja, also nagelt mich jetzt nicht auf das Wort Gott fest. Viele haben da auch Probleme mit der Bezeichnung, weil das sehr kirchlich dann noch konditioniert ist, so ein Wort. Könnt ihr auch alles andere dafür setzen, also Wahrheit, absolute Liebe. Ja, Bewusstsein, Gewahrsein. Ja, das Advaita-Konzept, das besagt einfach, dass es nur das gibt, ja, nur das Absolute. Und auch, dass das Relative, was wir so davon meinen zu unterscheiden, in Wahrheit gar nicht unterschieden ist davon. Sondern man könnte sagen, es ist ein, ja, manifestiertes Absolutes. So. Aber absolut ist es alles, immer. Also und wie kann das dann sein, dass man das aber nicht fühlt und erlebt? Ne? Also wie kann das sein, dass ich mich dann getrennt fühle, wenn es doch nur dieses eine Absolute gibt? Wieso erlebe ich das dann nicht? Und ja, und Fragen auf diesem Weg können gerne gestellt werden, überhaupt. Oder auch, ja, es muss jetzt nicht direkt um Erleuchtung gehen, kann auch um andere spirituelle Themen gehen, aber ich sag mal so, man kann sich auch mit spirituellen Themen ablenken. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich da auch abzulenken. Und letztendlich, was mich satt gemacht hat oder zufriedengestellt hat, war nur die Selbsterkenntnis, diesen Weg zu gehen. Alles andere hat bei mir nicht geholfen. Ich hatte auch mal so früher mal
habe ich mal Tarotkarten gelegt und so. Das war überhaupt nicht so meine Welt, habe ich dann festgestellt. So, das ist, ja, war mal so ein kleines Hobby von mir, das habe ich dann aber wieder sein gelassen nach einiger Zeit. Und dann habe ich an sich nie die Erleuchtung aus dem Auge verloren. Ich war da eigentlich immer da hinterher. Nun muss man das natürlich nicht Erleuchtung nennen. Manche Menschen nennen das anders. Aber so, eigentlich ist jeder auf der Suche, der nicht seine wahre Natur also realisiert hat. Ja, und da ist eigentlich jeder auf der Suche nach irgendwas. Also die meisten Menschen suchen nach materiellen Dingen oder auch Anerkennung und so weiter. Ruhm, Geld, Macht. Es gibt so viele Beweggründe, warum Menschen Dinge tun. Und all diese egobezogenen Motive führen mich aber nur in weitere Verstrickung. Das ist also leider so, dass ich mich dann immer weiter verwickle in das Weltgeschehen sozusagen, in meine eigene Story. Und erst der Wunsch nach Transzendenz oder Erleuchtung, Erkenntnis, erst dieser Wunsch hat das Potenzial, andere Wünsche sozusagen zu übertönen oder ja, auch überflüssig zu machen. Bei mir war es zum Schluss so, dass ich nur noch diesen einen Wunsch hatte nach Selbsterkenntnis. Dieser eine Wunsch hatte alle anderen Wünsche sozusagen ausgelöscht. Und ja, und dann musste ich am Ende auch noch diesen Wunsch loslassen. Also ich habe ihn dann quasi gescheitert, persönlich gesehen. Also wenn man es jetzt fragt, wie hast du das gemacht, dann sage ich nur, ich habe gar nichts gemacht, ich bin gescheitert. Mal wieder. Und Gott hat mir die Gnade der Erkenntnis gewährt, nach vielen Jahren der Suche. Ja. Gut, ja. Das soweit erstmal eine kleine Einleitung. Wenn da schon Fragen zu sind, gerne. Ansonsten. Es sind noch keine Fragen. Mann, Dennis ist aber ruhig heute. Meine Güte. Ich muss mal wieder ein bisschen Werbung machen dafür, glaube ich. Ein bisschen darauf Gucken schon hinweisen. 30 Leute zu, aber es stellt keiner eine Frage. Aha, na, das ist doch schon mal was. Schön. Ja. Aber auch die Stille ist ja sehr mächtig und also fühlt euch frei, einfach Fragen zu stellen oder auch Sachen mit uns, also hier in der Öffentlichkeit zu teilen, wenn ihr wollt. Muss nicht unbedingt eine Frage sein. Dann hätte ich eine Frage. Gerne. Also, ich habe gelesen, dass Transzendenz eigentlich ein Grundbedürfnis von Menschen ist. Also siehst du das auch so? Ja, das hatte ich ja eben schon gesagt, so ein bisschen, ne? Also, jeder sucht nach irgendwas. So, ich glaube, in Wahrheit suchen wir alle nach Transzendenz, nach höherem Frieden sozusagen, der unerschütterlich ist. Dieses, dass man einfach Frieden hat und keine Angst mehr haben muss und sicher ist sozusagen. Danach sehen sich, glaube ich, alle Menschen. Bei den meisten ist es dann aber eher so, dass dann so vordergründig andere Wünsche eben da sind. So wie, was ich vorhin schon sagte, Geld, Anerkennung, Macht, Sex oder was weiß ich, Erfolg und. Ne? Also das alles, was das Ego sozusagen stärkt, wird ja auch dann gesucht, ne? Nicht von jedem jetzt alles, aber der eine sucht dies, der andere das und so weiter, nicht? Das ist aber alles nur so,
na, wie soll man sagen, so eine Art Selbstablenkung, weil man eben noch nicht bereit ist, sich ans Eingemachte zu machen, also zu begeben. Und auch, was man in der Selbsterforschung ja immer empfiehlt, den Blick nach innen zu richten, damit haben viele Menschen Schwierigkeiten, also das überhaupt zu machen. Die möchten nicht sich mit ihrem Innenleben beschäftigen. Deswegen sind viele sehr extrovertiert dann und ja, nutzen äußere Tätigkeiten oder Hauptbeschäftigungen, um sich von sich selbst abzulenken. Das ist also ein weit verbreitetes Phänomen. Und wenn man da denn so gegen angehen würde und sagt, du solltest aber mal dich selbst erkennen oder so, oder du solltest mal da nach innen gehen und nicht, das funktioniert nicht. Also die Menschen lenken sich ja nicht ohne Grund ab. Das ist dann einfach der Grund, dass es in diesem Moment noch nicht so, die Zeit noch nicht reif ist für solche, ja, sich mit sowas zu beschäftigen. Deswegen jagt man dann anderen Dingen hinterher. Bei mir war es auch so, ich habe früher so Hobbys immer gehabt, so, und dann hatte ich mal eine tolle Stereoanlage und habe immer ganz toll Musik gehört, und dann war ich da so verliebt da drin in die Stereoanlage, dachte ich so irgendwann, wenn du die perfekte Stereoanlage zusammen hast, dann bist du bestimmt glücklich und dann ist das auch für immer so. Ja, Ja. das war natürlich überhaupt nicht so. Ich habe dann irgendwann mal so eine ziemlich teure Anlage so mit zusammengespart und hat auch Spaß gemacht, war super, aber das Schlimmste war dann, dass ich auf einmal gemerkt habe, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber es hat geholfen, diesen Wunsch erstmal zu erfüllen. Also ich musste diese Erfahrung einfach machen, dass diese materiellen Dinge mich nicht glücklich machen können. Ja. Und deswegen ist es dann auch wichtig, dass die Leute ihre Ziele verfolgen, soweit sie eben, bis sie eben merken, nee, das bringt es ja doch nicht. So, es macht mich nicht glücklich. Ne? Geld macht mich nicht glücklich. Macht und Anerkennung machen mich auch nicht glücklich, weil das kann sich auch schnell ins Gegenteil verkehren. Man sieht immer so Beispiele, auch selbst die leuchtendsten, größten Lichtgestalten, hier Franz Beckenbauer, der gerade gestorben ist, das war ja so in seiner Zeit seines Lebens so eine Lichtgestalt, und er selbst den hat irgendwann so eine Affäre mit Bestechung erhält, nicht? Weil man sagen muss, die FIFA ist so ein total korrupter Verein schon immer gewesen, und früher hat man das einfach mehr unter den Teppich gekehrt, ne? Und dann kam das irgendwann so, die Zeiten haben sich ja jetzt in den letzten Jahrzehnten so entwickelt, dass immer mehr aufgedeckt wurde an Sachen, die früher so eben nicht weiter beachtet wurden oder auch nicht beachtet werden wollten oder so. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ist auch egal. War auch, glaube ich, klar, was gemeint ist. Ja. Jetzt ist eine Frage von Visual Be Beowulf. Ja, Visual Beowulf. Ja. Ist es hilfreich, in möglichst jungen Jahren nach Befreiung zu streben? Oder sollte man sich erstmal weltlich ausleben und ausprobieren? Danke. Ja, Beowulf, danke für die Frage. Ja, das ist schwer, da so eine allgemeingültige Antwort gibt es da, glaube ich, nicht. Wie ich schon gesagt habe, also für den einen ist es dran, nach innen zu gehen, das kann dann auch mit 60 erst anfangen. Sicherlich ist es natürlich günstig für den Weg der Selbsterkenntnis, der ja manchmal sehr lange dauern kann. Also bei mir sind das so insgesamt, ist auch noch nicht ganz abgeschlossen bei mir, 36 Jahre, so der intensiven Suche nach Erleuchtung. Ich war davor auch schon unbewusst so auf dem Weg. Also das kann man immer, das ist natürlich gut, wenn das anfängt, wenn man jung ist. Wenn ich jetzt mit 50 erst angefangen hätte, und dann wäre ich vielleicht, hätte ich das Ende nicht mehr erlebt. Dann, ne? Ist natürlich vorteilhaft, aber kann man nicht steuern. Also das ist einfach so. Entweder man kommt mit diesem Wunsch schon auf die Welt sozusagen und findet das dann irgendwann auch thematisch, oder es kommt einfach später dann. Aber es ist eigentlich völlig egal, weil es immer, wenn es also wann immer das passiert, wann immer das ausbricht sozusagen, diese spirituelle Suche, ist es richtig so. Ja. Aber das kann man eben nicht weder beschleunigen, noch kann man es verhindern letztendlich. Wenn dieses Feuer erstmal brennt, so, dann kann man da auch nicht, eigentlich nicht mehr davon weg. Also das habe ich jedenfalls so erlebt. Also wie gesagt, eine allgemeingültige Antwort kann ich darauf nicht geben. Hängt natürlich auch, ich glaube ja an, oder für mich sind Wiedergeburten eine Tatsache eigentlich. Dann hängt das natürlich auch von den vorher in Existenzen ab, wo man jetzt in diesem Leben quasi weitermacht. Also es ist so eine Fortsetzungsstory, so sehe ich das. Jedes Leben ist ein Teil einer
größeren Geschichte, die sich über viele, viele Leben erstreckt. Ja, und in meinem Leben ist das dran, im anderen dies. Und ja. Man ist da so ein bisschen gefangen, so wenn diese göttlichen Sachen dann passieren, irgendwann, wenn man so irgendwas erlebt. Bei mir war es ja so eine Initiationserfahrung damals, als ich 23 war. Danach gab es kein Entrinnen mehr. Also das ist so, man kennt das auch auf dem spirituellen Weg, dieses Phänomen. Man kann dann an den Freuden, an den Dingen der Welt, kann man eigentlich keine Freude mehr empfinden dann. Das kann aber auch ganz schön erstmal unangenehm sein, so vorübergehend, weil man ja das Eigentliche noch nicht gefunden hat. Man hat es vielleicht ganz kurz mal erlebt oder hat einen Eindruck davon bekommen, von der eigenen Wahrheit, inneren Wahrheit, ja, und absoluten Wahrheit auch. Und das lässt einen dann nicht mehr los, aber es ist dann scheinbar wieder weg. So war es jedenfalls bei mir. Es war dann wieder weg. Bis auf ganz seltene Erfahrungen mal, wo das wieder aufblitzte, so in Ekstasen dann wieder hochkam. Und ja, und das war schon so, dass ich mich dann langsam von den materiellen Dingen immer mehr gelöst habe. So, es war ein langsamer Prozess über viele Jahre eigentlich. So, das ist im Laufe der Zeit immer weniger geworden, diese materiellen Anhaftungen. Das ist dann wirklich so, dass dieses Leuchten oder dieses Erlebnis der Initiation, wo man ja, wie gesagt, das ist wie ein Leuchtfeuer, was einen dann wegführt, auch von den weltlichen Dingen immer mehr. So. Und da sollte man sich dann auch nicht dagegen wehren. Also habe ich jedenfalls nicht gemacht. Ich bin dem einfach gefolgt, so gut ich konnte. Und ja, es kam eigentlich immer Hilfe, wenn Hilfe nötig war, kam immer Hilfe. Auf verschiedene Weisen. Das, wovon du sprichst, ist auch in den weltlichen Dingen, oder? Ja, es gibt nur das, also es gibt nur Gott, sage ich mal ganz platt, oder es gibt nur das. Ja, also das ist so, als ob alles, was du siehst, alle Dinge sind sozusagen, ja, wie soll man das ausdrücken, sind erfüllt oder durchdrungen von diesem Absoluten. Und das Ding selbst gibt es ja gar nicht. Das ist mehr so ein Gedanke. So, du machst halt im Mind eine Abgrenzung. Wenn ich meine Computermaus sehe, dann ist das eigentlich nur so ein schwarzer Fleck, wenn ich das nicht weiter definiere jetzt. Aber ich weiß es ja, das ist meine Maus und dann damit verbunden sind ganz viele Prozesse im Gehirn miteinander verbunden dann. Man weiß, wie man die benutzen kann, wo sie ist und was es ist und, ja. Und in Wahrheit ist das aber alles nicht abgegrenzt voneinander. Das geht sozusagen ineinander über. Das Interessante ist auch, dass selbst die moderne Physik, Quantenphysik, das auch bestätigt, dass alles, dass ab einem gewissen Grad der Untersuchung, also je feiner man hinguckt, desto je mehr man vergrößert quasi, je subatomarer das wird, desto mehr verschwimmt alles miteinander. Energie, Zeit, Materie, Raum, also das ist so vollkommen eine andere Dimension, die man da auch wissenschaftlich schon entdeckt hat. Und das deckt sich sehr mit diesen Beschreibungen der Mystiker auch. So. Wie so ein pixeliges Feld, was eigentlich mehr so transparent ist, oder? Ja, ich tue mich da schwer mit so optischen Analogien, irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Das Ganze wird ja nur so, also man muss sich klar machen, das wird nur als ich erlebt alles. Also man sieht das nur in totaler Subjektivität. Ja, und es ist so ein bisschen so, man nennt das auch den eigenen Geschmack so. Man erlebt sich selbst so und das ist, hört nicht auf. Also das hört nicht auf, wo der Körper ist, wo der Körper zu Ende ist, sondern das ist alles so ein Geschmack, so eine Suppe. Wieso? Und das ist so ein bisschen, als ob man so in seinem eigenen Aquarium schwimmt so. Also es ist alles man selber. Also es ist so, dass man ist auf der einen Seite, erlebt man sich so als Mensch abgetrennt, so auch funktional, so vom Mind her, ja. Aber eigentlich ist es mehr so, als ob man, ja, als ob man
ein Lebewesen in einem größeren Organismus ist, der man aber gleichzeitig selber ist. Also dieser größere Organismus, das nennen wir jetzt mal das Absolute, also das Universum, so alles zusammen. Ja, und du bist einfach wie so eine Zelle in deinem Körper quasi im Vergleich. Bist du sozusagen ein Element in dem Universum. Und du bist aber sozusagen nicht abgetrennt, sondern die Luft und alles, was dich umgibt, ist so nahtlos, geht nahtlos ineinander über, in Wahrheit. Und die Bewegungen, die da drin passieren, das sind mehr so Gesamtbewegungen, oder? Naja, die Bewegungen sind ja, die hängen ja wieder, die kannst du ja nur ausmachen, wenn du jetzt das ganze Dual betrachtest mit Sinn. Also wenn du Sinneseindrücke untersuchst, dann hast du optische Eindrücke, akustische Eindrücke und so weiter. Ja, aber die sind auch nicht unterschieden von dem Ganzen. Das ist alles so, wie mehr so, ja, wie halt Wellen, wie der Ozean halt Wellen hat. Aber die Wellen hören nicht auf, Wasser zu sein. Die bleiben der Ozean, auch wenn sie oben auffallen an der Oberfläche. So, ja. Aber das ist trotzdem immer der Ozean. So, ob da nur Wellen gerade sind oder nicht. So, sag mal so, der Ozean wird nicht weniger ozeanisch, dadurch, dass Wellen da sind. Jetzt könnte man sagen, nur ein glatter Ozean ist ein guter Ozean, ist aber totaler Quatsch. Ja. Also der Ozean bleibt genauso ein Ozean, auch wenn er Sturm, wenn er hohe Wellen hat. So, ja. So ist es auch mit dem Leben. Gott wird nicht weniger göttlich, indem er das Universum, indem er sozusagen das sich in das Universum ergießt. Ja, dadurch wird er selbst nicht weniger und das Universum wird auch nicht weniger göttlich. Also es ist alles, es bleibt sozusagen alles im Paradies. Ja, ich sage ja immer gerne, so christlich betrachtet, haben wir das Paradies nur illusionär verlassen. Also das Ego bedeutet einen illusionären Verlust des Paradieses. Aber dieser Verlust ist illusionär. Das heißt, er hat nicht stattgefunden. Es ist ein Eindruck, der uns leider umtreibt dann als Menschen und uns auch dann sehr leiden lässt. Ja, weil bis man da rangeht und das richtig untersucht dann und sich dem stellt, leidet man ja sehr darunter und weiß gar nicht, wieso. Die meisten Menschen leiden und wissen nicht, wieso und können das kaum ausmachen. Weil es ist ja so, also gut, man kann sagen, ja, ich leide, weil ich fühle mich nicht, ich sehe nicht gut aus oder ich habe kein Geld oder so, ich habe keinen Erfolg und so. Ja, aber all diese Sachen, diese Erfahrungen basieren ja nur auf diesem, auf dem dualen Erleben. Und dass ich das für die Wahrheit halte. Ja, dass ich das also duale. Auf die Trennung, auf das Gefühl, getrennt zu sein. Genau. Das ist alles aus dem Gefühl der Trennung. Ja. Und selbst wenn das aber nicht so ist, selbst bei Menschen, wo jetzt, sagen wir mal so, die fühlen sich so wohl in ihrem Körper, haben genug Geld, haben auch Familie und haben so äußerlich ein gutes Leben, aber viele sind trotzdem nicht wirklich glücklich. So, die sind vielleicht so, ja, zeitlich ausgelastet, aber wenn sie sich mal hinsetzen, dann ist da sofort eine Leere meinetwegen. Ja, so, sowas gibt's ganz häufig, dass dann einfach, dass sie gar nicht wissen, was ihnen fehlt, sozusagen. Weil ja auch äußerlich alles da ist, ne? Also, das ist so der, man kann im Luxuspalast sozusagen total unglücklich sein. Und gleichzeitig kann man in einer kleinen Bruchbude total glücklich sein. Nicht? Das Bild von Diogenes spielt da in die Richtung. Der Weise, der da im alten Griechenland in so einem Weinfass lebte, einfach. Ne? Der hatte nur so ein Weinfass. Und da hat er drin geschlafen und hatte der die ganze Zeit auch abgehangen. Ja, so. Muss man nicht denken, wenn man nur in einem Weinfass lebt, muss man sich vielleicht nicht so viel um andere Sachen kümmern. Oder ja, das brauchte der auch nicht. Das war wohl auch so eine Art Erleuchteter oder Weiser oder so. Ne? Der hatte keine Bedürfnisse weiter. Auch wollte einfach nur in seinem Fass da sitzen oder liegen und ja, so. Ne? Und war einfach zufrieden damit. Und das ist eben, du kannst mit nichts total glücklich sein, weil das wahre Glück ja nicht ist sehr bedingungslos. Ja, das braucht ja gar nichts, um zu sein. Und das Paradoxe ist ja, dass dieses wirkliche Glück, oder die Wahrheit, die ja immer da ist, dass sie auch jetzt da ist. Und dass sie eben nur aus dem Dualen, wenn ich jetzt als Ego das betrachte, dann kann ich es nicht wahrnehmen. Dann fühle ich mich getrennt davon. So. Aber wenn man sich klar macht, dass dieser Eindruck eben nicht die Wirklichkeit oder Wahrheit ist, sondern eine Illusion, dass es sozusagen alles Leid nur im Traum passiert, dann wird schon mal vieles
das verliert, dann kommt schon mal, da geht Druck aus dem Kessel raus, wenn ich das immer klarer weiß. Ja, je mehr ich weiß, dass das Leben eigentlich nur ein Traum ist, desto weniger muss ich es auch ernst nehmen. Das heißt nicht, dass man es nicht leben sollte, ne? Also man sollte schon, bin ich der Überzeugung, sein Leben leben, so mit Absicht aus dem Leben ausscheiden. Also Suizid ist, ja, also habe ich zum Glück nie hingekriegt, ne? Und ich finde es auch besser, wenn man es aushält. Es ist immer besser, sich den Dingen zu stellen, grundsätzlich. Also nicht nur spirituell gesehen. Es gilt eigentlich immer. Du hast ja auch durch den Körper die Möglichkeit, das überhaupt auszudrücken. Also, oder? Ohne Körper wär's, dann könntest du ja nicht dir das jetzt hier so ausdrücken. Genau. Der Körper ist halt Mittel, um die Dualität zu erfahren. Und gleichzeitig ist er dann auch ein Werkzeug oder kann helfen, die Dualität wieder zu transzendieren am Ende. Also es ist mehr so eine Art vorübergehendes Eintauchen in einen Traum und am Ende taucht man wieder auf. Automatisch. Mehr oder weniger automatisch. Also das ist so. Kann man unterschiedlich erleben. Bei mir war es irgendwie automatisch, dafür hat es aber ziemlich lange gedauert. Also ich habe einfach so nur mein Leben immer gelebt und war im Geiste natürlich immer auf Gott, also auf die Wahrheit ausgerichtet. Das war immer der Fall, dass ich das so immer, es war immer ständig so ein Begleiter, eigentlich so die Suche. Aber dabei habe ich, nebenbei habe ich dann auch Computerspiele gespielt und so und alles Mögliche, ne? Und habe mein Leben einfach so gelebt und dieser Weg, also ich hatte ja einen Guru im Alter von 23 Jahren gefunden und das war für mich ein großes Glück, weil diese Verbindung zu dem Guru, die ist immer geblieben. Und diese Verbindung allein schon hat mich reifen lassen über die Jahre, ohne dass ich da direkt mit ihm reden musste. Also manches Mal war es dann so, dass ich von ihm geträumt habe nachts, dann ist er in meinen Traum gekommen und dann kam da irgendwas. Meistens waren das wunderschöne Träume so. Aber ich habe in Wirklichkeit mit meinem Guru nicht ein einziges Wort gewechselt auf der materiellen Ebene hier. Ich war zwar im Ashram, lange genug auszuharren, um ein Interview zu kriegen, so nennt man das da. Leider habe ich das nicht gekriegt und konnte ihm mein Leid da nicht klagen oder um Hilfe bitten. Das ging nicht. Man kommt ja. Das nächste, also da werden immer so Reihen gebildet, ne? Sitzreihen und die werden dann ausgelost, wer vorne sein darf. Ne? Und dann flaniert er da vorbei an ihm. Das sind richtig so Menschenmassen. Sei Baba, spreche ich jetzt, ne? Satya Sai Baba. Und das Beste, was ich geschafft hatte, lostechnisch, war Reihe 3. Und dann war er also so 2, 3 Meter vor mir, lief er dann vorbei und ich war auch hin und weg und so. Aber es kam kein direktes Gespräch zustande, dafür war er auch zu weit weg und dann ist er gleich weitergegangen und so. Ja. Aber das braucht man auch gar nicht. Also es ist natürlich, es wäre sicherlich, wäre mein Weg kürzer gewesen, wenn ich jetzt da mehrere Jahre im Ashram verbracht hätte und da gelebt hätte, in seiner direkten Nähe. Das wäre sicherlich fördernder gewesen, also schneller gegangen dann, meine Entwicklung. Aber das wäre auch ein härteres Leben gewesen, weil ich hätte in der Fremde sein müssen, ich hätte in Indien klarkommen müssen und das ist in Südindien nicht so einfach. Also da wird es richtig heiß im Sommer. Also das ist fast unerträglich für einen Europäer. Und das wäre ein sehr hartes Leben für mich gewesen. Davon abgesehen, dass ich das gar nicht hätte finanzieren können, irgendwie so. Aber die Verbindung zum Guru ist einer der sichersten und leichtesten Wege, kann man sagen. Also wenn man jetzt wirklich jemand hat, wo man weiß, das ist für mich Gott, der repräsentiert für mich die Wahrheit. Und dem vertraue ich. Und dann, das ist wirklich, man braucht nichts weiter tun, als einfach diese Verbindung innerlich, nicht äußerlich, innerlich aufrechtzuerhalten. So, dann, das ist wie so eine Automatikgeschichte dann. Ja, ich habe immer ein Bild von Ramana oder so da. Immer. Aber für mich ist das mehr so, ja, also unser Selbst oder so. Also sich dahin zu orientieren. Und das bringt irgendwie so, ja, so ein Zurückbringen dahin, würde ich sagen.
Also Ruhe. Ja. Also Ja, das. das sich immer wieder darauf zu fokussieren oder passiert irgendwie. Aber Ja, das das. ist bestimmt auch mit einem anderen Lehrer, weil die sind doch alle eigentlich das Gleiche, oder? So. Also, ich sag mal, alle verwirklichten Lehrer sind dasselbe, sicher. Ja. Und dann, man ist da auch in so einem, ich habe das so auf so eine mystische Art und Weise auch erlebt sogar. Ich bin in so einem Raum mal gewesen, so mental zumindest, so in so einer Extase irgendwie da waren so, ja, ich kann das gar nicht anders nennen, hört sich blöd an. Weil es kommt so aus der Esoterik, da waren aufgestiegene Meister. Also da waren gestorbene Meister, waren da wirklich, ne? Und ich war mit denen zusammen und ich habe das so wirklich so eine Erfahrung gemacht, dass da Ramana auch gewesen ist und der hat mich dann angesprochen. Ich soll mal nach Tiru fahren. So, ja. Also, das ist ja so, dass der Satguru, der ist ja sowieso in deinem Herzen. Du bist ja sowieso, du hast den besten Guru ja in deinem eigenen Inneren. Also das bist du selbst sozusagen. Und der äußere Guru ist ja nur ein Spiegelbild von deinem inneren Guru. Also im Idealfall spiegelt sich dein innerer Guru in dem äußeren Guru erstmal, weil du ihn jetzt in dir noch nicht so sehen kannst oder weil du es einfach brauchst, dass du jemanden ansprechen kannst. Viele Menschen brauchen das auch, dass sie jemanden ansprechen können, der antworten kann direkt. Bei mir ging das immer so, ich hätte zwar auch mal gern mit Sai Baba geredet, aber es ging auch so mal. Ich habe meine Antworten durch ihn zwar gekriegt, aber teilweise eben durch Träume, aber auch durch das Leben selber. Also immer, wenn ich so ihn was gefragt habe oder gebeten habe, dann kam eine Antwort aus dem Leben selbst, ohne dass er das jetzt direkt gemacht hätte. So, ja, es ist einfach passiert dann. Und ja, genau, ja, das ist so. Die Christen nennen das übrigens die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist so ein Teil vom Glaubensbekenntnis. Ich weiß nicht, wer das kennt von den Leuten, die jetzt hier sind. Also das ist so. Von der katholischen Kirche ist es ein Teil des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen oder so. Ja, und das ist tatsächlich, weil ja jeder, der die Wahrheit realisiert, ist dasselbe. Also das ist nicht räumlich oder zeitlich abgrenzbar. Ja, Bewusstsein ist nicht quantifizierbar und nicht teilbar und kann nicht anfangen, kann nicht aufhören. Ja, und das ist so, weder hier noch da. Und doch überall zugleich. So, ja, das ist so eine, es ist eben eine transzendente Qualität, das Paradoxe ist, dass verschiedene Menschen dasselbe realisieren können und dann darin vollkommen eins sind in diesem Ganzen. Und ich erlebe das auch so bei manchen Menschen, die auch in so einem ähnlichen Zustand wie ich bin, da ist so ein blindes Verstehen einfach da. Da gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, überhaupt sich zu streiten oder so. Und da wird auch nicht mehr diskutiert dann so oder geredet viel. Das ist so eine sehr große Stille, die einfach ganz klipp und klar ist. So. Ja, schön. Wobei wir eigentlich in Wahrheit sind alle in dieser Gemeinschaft. Ja, weil du bist nie raus, das hatte ich ja gesagt, wir haben das Paradies nie verlassen. Ne? Du bist nie rausgefallen. Aus der Einheit sozusagen. Die Einheit ist immer perfekt geblieben. Deswegen sagen die Hindus ja, Gott ist nicht teilbar. So, das Unteilbare, das ist das Göttliche, ist unteilbar. Ich war jetzt ein paar Mal beim Zen, einfach weil es hier angeboten wird. Und da geht es eigentlich auch um das Gleiche. Also da war dann auch so ein Zen-Meister. Ja, die reden auch davor. Also es ist eigentlich auch das Gleiche, was da dann entdeckt wird irgendwann. Ja, die Wege sind verschieden, wie das quasi sich manifestieren kann dann im Bewusstsein. Aber was am Ende dabei rauskommt, ist wirklich dieses totale. Das ist auch wirklich so ein totales Übereinstimmen irgendwie. Das ist so jenseits des Meins so, jenseits der Fragen, jenseits der unterschiedlichen Wege so. Und da weiß man sich dann wirklich mit Menschen, die da auch sind total vereint und das spürt man dann auch direkt im Umgang so, ne? Ja, aber wie gesagt, es gibt keine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Man sollte die Welt nicht in erleuchtet und unerleuchtet unterteilen, denn das ist auch ein Teil der Illusion, dass uns das so erscheint.
Ja, denn auch, dass ich jetzt hier sitze als vermeintlich Erwachter oder wie auch immer, ja, ist ja auch nur Dualität. Es ist ja gar nicht echt sozusagen. Ja, ich bin einfach nur eine Stimme, die jetzt aus Liebe heraus andere erreichen will sozusagen oder andere erreicht. Ja, weil das eben das Spiel des Lebens ist, ja. Keine Ahnung. Also weil es einfach gut ist. Dann, ja, das ist so das Satsang-Prinzip. Eigentlich ist es gar nicht nötig, aber doch passiert es und wenn es dann passiert, ist es auch gut. So, aber im Grunde ist so, manche Leute verstehen das ja dann auch nicht und sagen, was soll denn dann der Satz sagen, wenn das sowieso schon alles und so. Ja, es ist immer die Frage, wie, also die spirituelle Wahrheit ist eine, wie gesagt, subjektive Wahrheit, ja, die muss selbst realisiert werden. Es nützt nichts, das irgendwie zu wissen im Mind. Als Gedanken sozusagen, dann, das ist so wie Tod. Also das ist dann so, als ob ich nur einen Film gucke, anstatt teilzunehmen am Leben. Wenn ich einen Fernsehfilm gucke, dann bin ich einfach nicht dabei. Ich gucke nur von außen zu. Ich bin getrennt durch das Medium Fernseher, ja. Also hängen auf der anderen Seite der Glasscheibe, sozusagen. Ja. Ja, man möchte es selbst auch erleben und erfahren, also Es selbst. ist nur selbst erfahrbar. Also sagen wir mal so, es kann keinen Gott geben, außer dem, den ich selbst realisiere. Alles andere ist nur Konzept und alles andere ist nur Glauben. Ja, Glaube ist nichts Schlechtes, aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sag ich mal. Ja, also Glaube ist der Weg dahin. Der Glaube ist der Weg zum Wissen sozusagen. Wobei dieses Wissen eben kein Mindwissen ist, sondern mehr so eine Art Bewusstsein. Ja, also Wissen im Sinne von Bewusstsein. So wird dann wahrscheinlich Wasser zu Wein. Ja. Ja, solche Gleichnisse, ne, die genau beschreiben das. Eine Frage von Narasimha: Wie kann die Täterillusion durchschaut werden? Danke, Sima, dafür. Ja, das ist natürlich die Dreh- und Angelfrage bei der ganzen Selbsterkenntnis. Ja, also es gibt so ein paar Hilfsmittel, um sich dem ein bisschen anzunähern. Und zwar, das hat Ramesh Paiwale gerade das mal empfohlen, deswegen sage ich das, weil es nicht von mir ist, aber das fand ich eigentlich ganz gut. Der hat immer empfohlen, am Ende des Tages zurückzuschauen, sich zu erinnern, was man gemacht hat, was man entschieden hat auch, und sich dann zu fragen, in der Rückschau, hätte ich es anders machen können? Hätte ich das wirklich anders machen können? Und dann sich aber auch versuchen, da rein zu versetzen in den Moment, wo es entschieden wurde. So als Übung sozusagen. Da wird man feststellen, wenn man ganz genau hinguckt, dass eigentlich keine Wahl bestand. Dass man in dem Moment, man kann jetzt ein paar Stunden später, könnte man sich anders entscheiden. Aber das ist ja nicht vor ein paar Stunden. Vor den paar Stunden konnte man das noch nicht. Und man hat es eben so entschieden. Ja. Und dann ist ja, wenn ich merke, ich hatte nur das Gefühl, ich entscheide mich, aber in Wahrheit hatte ich gar keine andere Möglichkeit. Ja, dann erlebe ich, dass ich quasi nicht der Täter bin, sondern dass diese Dinge mit mir, durch mich, durch irgendwie geschehen. Ja. So, und eine andere Methode ist natürlich, so von dem Konzept auszugehen, dass es eben nur Gott gibt oder nur die Wahrheit, nur das Absolute gibt. Und sich dann zu fragen, wer bin ich denn dann? Wenn es nur das eine gibt, das Absolute, wer bin ich dann? Ja, ich erlebe mich ja, wenn ich die Frage stelle, normalerweise als Person. Und das kann ja nicht richtig sein. Denn die Person ist ja begrenzt und abgetrennt vom Rest des Geschehens. Also wenn es nur das eine gibt und das auch alles eins ist letztendlich, wie kann es sein, dass ich mich da als etwas Abgetrenntes begreife? So, das kann also nur eine Illusion sein. So, wenn man da so rangeht, dann wird es immer klarer, dass dieser Eindruck, der Täter zu sein, auf einer Illusion basiert. Und dann auch dadurch, dass diese Täterillusion da ist, kommt auch eine Illusion von Schuld am Ende dann.
Weil ich bin es ja gewesen, ich habe es ja gemacht, dann bin ich auch schuld, dann habe ich mit den Konsequenzen zu tun. Und das schafft dann die immer weiteren Verwicklungen. Narasimha schreibt noch die Idee eines Handelnden und Schuldigen, Täter, Opfer. Ja, das ist ja quasi das Ego. Ja, dieses Gefühl, der Täter zu sein, der Handelnde zu sein, ist das Ego. Und das erzeugt halt, je mehr ich daran glaube, dass ich das bin, desto mehr verwickle ich mich in das kausale Geschehen. Ja, ich will das dann wieder gut machen oder nächstes Mal will ich es besser machen und will, ne? Und das ist der Motor, der das Ego am Leben hält. Ja, also Beschäftigung, so ein Ziel zu haben und dann wieder neue Ziele zu haben und. Und das ist so was die Trennung aufrechterhält. Und indem ich aber und die Wurzel ist das Ich-Gefühl, ist die Wurzel von allem. Indem ich das untersuche, entziehe ich quasi dieser Täterillusion die Grundlage. Ich muss einfach mich selbst anschauen. Ich muss dieses Ich bin gewahren, ja, so innerlich, richtig so, vielleicht auch mal Augen schließen, dieses Ich-Gefühl. Wer nimmt das eigentlich wahr? Ja, wer ist der Zeuge dieses Ichs? Ja, das ist doch die Frage. Weil das Ich-Gefühl ist ja so ein Eindruck, also ist im Grunde eine Erfahrung. Ja, ich mache das Gefühl, ich mache die Erfahrung, ich zu sein. So. Aber irgendwie, es ist ja auch eine Wahrnehmung, ja. Das taucht ja, dieses Gefühl, ich zu sein, taucht ja im Bewusstsein auf. Also es ist irgendwas Größeres noch da. Irgendwas, ja, das ist das Entscheidende. Es ist irgendwas da, was dieses Ich bezeugt oder gewahrt. Ja, oder es ist das Bewusstsein, in dem es auftaucht. Und so kann man dann spüren richtig, dass man eigentlich ja dieses Bewusstsein ist. Und das Ich-Gefühl ist nur eine Erscheinung im Bewusstsein. Nicht aber das wirkliche Subjekt. Das Ich-Gefühl ist eigentlich in Wahrheit ein Objekt, was im Bewusstsein erscheint. Und das kann ich eben, indem ich die Aufmerksamkeit auf mich selbst, auf dieses Ich richte, diese Frage zum Beispiel auch stelle, wer bin ich? Muss aber nicht diese Frage sein, halt auch Fragen, was bin ich oder wo komme ich her oder wer nimmt diese Gedanken jetzt wahr, wer ist jetzt der Zeuge von diesem Ganzen. Aber das Fruchtbarste ist am Ende dann, sich dem Ich-Gedanken zu stellen und zu gucken, warum erlebe ich überhaupt dieses Ich-Bin? Ja, wie kann das möglich sein? Und bin ich wirklich dieses Ich-Gefühl? Sebastian schreibt, mein bisheriger Weg war ein Fehlschlag. Ist das der Sebastian, der mit Bild hier zugeschaltet ist? Ah ja, grüß dich Sebastian, schön, dass du da bist. Ja, würde ich sagen, aus spiritueller Sicht kann ich nur gratulieren, weil das irgend so ein Guru hat mal gesagt, der Weg des Buddhas ist der Weg des Scheiterns. Also der Weg der Erleuchtung, kann man auch sagen, ist der Weg des Scheiterns. Und da bist du in guter Gesellschaft. Ja, also versuch alles, kann ich empfehlen. Versuch alles, ja, auf der Suche sozusagen oder alles, was dich interessiert, das probier aus. Ja, und am Ende wirst du sowieso scheitern. Ja, das Ego scheitert immer. Ja, das Ego kann sich nicht selber wegmachen. Das geht nicht. Am Ende ist einfach diese Hingabe nötig, dieses Aufgeben. Und es ist ein Scheitern. Es ist ein absolutes Scheitern. Ich habe das auch so erlebt. Und zwar in jeder Beziehung. Also ich bin erst materiell gescheitert und dann bin ich mit dem Versuch, jetzt Erleuchtung zu erlangen, bin ich auch gescheitert in dem Sinne,
dass ich es eben nicht selbst gemacht habe. Also ich bin da wirklich, ja, mir ist Gnade widerfahren, kann ich nur sagen. Also am Ende. Ja, ich habe lange gesucht, war lange dabei und am Ende gab es Gnade, sozusagen. Verrücktes Wort irgendwie, ne? Weil wer ist gnädig, ne? Oder wer, wo, ist ja sowieso alles dasselbe. Also man hat sich sozusagen selbst begnadigt, indem man einfach, irgendwann lässt man diese Ego-Illusion fallen dann. Wenn man sie genug sozusagen ja ausgelebt hat und das wurde ja vorhin auch noch gefragt, genau, dass einer auch mal gewisse Dinge ausleben sollte. Ja, sollte man. Also besonders die Sachen, die einem nicht aus dem Kopf gehen. Das sollte man kennenlernen auf jeden Fall. Aber am Ende die richtigen Schlüsse ziehen, kann ich nur empfehlen. Also wirklich ehrlich Bilanz ziehen am Ende. Hat es das wirklich gebracht? Also ja, das ist immer gut, wenn man sich so einen Teil der Sachen nicht Wünsche unterdrücken, würde ich nicht machen. Ich würde eher Wünsche zum Teil, wenn sie erfüllbar sind, würde ich sie erfüllen und dann genau beobachten, was macht das mit mir? Ja, was macht dieser erfüllte Wunsch? Der macht mich denn eine Weile glücklich. So, und bei mir ist es manchmal so, wenn ich was Neues hatte, dann war das erstmal ganz toll noch eine Weile, hat man das dann auch immer geputzt und so und sauber gehalten und irgendwann hat man es dann nicht mehr geputzt. Hat sich nicht mehr drum gekümmert. Ja, also alles wird alt mit der Zeit so, ja. Ich habe immer erlebt, wenn ich einen Wunsch so materiell erfüllt habe, dann hat es nicht lange gedauert, bis der nächste Wunsch sich gezeigt hat, nach noch tollerem oder ja, noch besserem und so. Ja. Also keine Angst haben zu scheitern. Und das ist der Weg. Das ist der Weg. Aber aus dem Scheitern lernen, ja, kann man viel lernen. Das ist immer gut. Eine Frage von Jeanette Nicole. Hallo Jens, wo ist das Bewusstsein, wenn man bewusstlos ist, wie zum Beispiel Tiefschlaf? Osho sagte ja mal, ich bin nie geboren und gestorben, also muss es auch ohne Bewusstsein da sein. Was sagst du dazu? Ja, danke, Nicole. Das ist eine sehr schöne Frage. Ja, hauptsächlich geht es erstmal darum, den Begriff Bewusstsein mal zu klären, weil es wird ja im normalen, dualen Sinne oder auch ärztlichen oder medizinischen Sinne ist ja Bewusstsein etwas Vergängliches. Ja, also Bewusstsein haben wir nur im Wachzustand. So. Im Traum ist es ein ähnlicher Zustand, aber mit einer völlig konstruierten Realität, also selbst konstruierten Realität. Und im Wachzustand ist das, was wir Bewusstsein nennen, erfahrbar. Ja? So, das ist sicherlich medizinisch gesehen absolut richtig und kann man auch nicht anders, muss man auch von Bewusstlosigkeit abgrenzen. Ja? Aber das wenn ich Bewusstsein in diesem spirituellen Kontext verwende, dann meine ich ein absolutes Bewusstsein. Und das ist genau dieses, was du gesagt hast. Ja, Osho ist nicht geboren, nicht gestorben. Ja. Niemand ist geboren und gestorben. Also Körper werden geboren und gestorben. Aber wir sind keine Körper, sondern wir sind das absolute Bewusstsein, in dem das Tagesbewusstsein vom Wachzustand erscheint und der Körper erscheint. Also man könnte fast sagen, naja, es gibt nicht mehrere Bewusstseine, ja, aber die Natur des Tagesbewusstseins ist dieselbe Natur wie das des absoluten Bewusstseins. Nur, dass es eben, wenn ich mich
Ja, und wenn ich mich mit diesem Wachzustand quasi identifiziere, ja, dann erlebe ich das als abgebrochen, also als zeitweilig. So. Und es gibt eben dieses tiefere absolute Bewusstsein oder was man auch Gewahrsein nennt, das ist auch im Tiefschlaf da. Aber das ist keine bewusste Erfahrung. Das ist eher so eine absolute Nicht-Erfahrung oder so eine, eine Nicht-Erfahrung. Ja, also es ist das aber, ja. Also das Eigentliche, so erlebe ich es auch, ja. Also was ich bin, das ist nicht unterbrochen durch gar nichts. Auch nicht durch den Schlaf. Der Körper schläft. Ja, schläft, träumt, wacht auf. So, und schläft wieder. So. Aber das, was ich bin, ist immer gleich. Ja, das ist so dieses, was man auch Turiya nennt, ja, dieses, der vierte Zustand, dass also quasi keine Zustände mehr groß eine Rolle spielen, beziehungsweise eigentlich gar nicht abgrenzbar sind. Man ist einfach, man ist in diesem, man ist dieser absolute Zustand, ja, und man darf eben dieses absolute Bewusstsein nicht mit dem Tagesbewusstsein, mit dem funktionalen Körperbewusstsein, oder wir nennen das Körperbewusstsein, ja genau, Körperbewusstsein, das muss man abgrenzen von dem absoluten Bewusstsein, was ja auch zeit- und raumlos wahrhaft existiert. Ja, und deswegen empfiehlt ja auch die Selbsterforschung, schau bei dir selber genau hin, weil das ist das, was du beobachten kannst. Nichts kannst du so gut beobachten wie dich selber. Ja, das ist ganz klar. Denn das, dein Ich-Erleben, ist das, was dir gegeben ist als Instrument. So, wenn du das genau untersuchst, wie ich schon sagte, dann wird man feststellen, dass dieses Ich-Gefühl in etwas erscheint. Auch dieses Wachbewusstsein, das erscheint in einem tieferen Gewahrsein sozusagen. Es ist wie so eine Art, ja, so, das spült sich da so raus dann. Ja, es kommt aus dem absoluten zeitlosen Gewahrsein, ploppt dann so plötzlich der Wachzustand auf und schwupps ist der Körper wach. Und dann identifiziere ich mich wieder mit dem Körper und dann scheine ich getrennt zu sein, zeitlich bedingt zu sein. Überhaupt erlebe ich mich dann als bedingt. Und das ist für ein Lebewesen ja sehr unangenehm, sich ständig als abhängig. Das ist ja eine Art, Bedingtheit bedeutet ja Abhängigkeit. Ich bin abhängig von Sauerstoff, von Wasser, von Schlaf, von Nahrung, Kleidung und, ja. So, dann fangen die ganzen Probleme an. Wenn ich mich damit identifiziere, was das Normale ist, erstmal. So, das menschliche Dilemma bedeutet erstmal identifiziert zu sein, sie genau zu wissen, ich bin dieser Körper, ich bin dieser Mensch. Und das ist ja auch im biologischen Sinne erstmal hilfreich. Ja, der Mind, der jetzt rational denken kann, der dual denken kann, ist quasi dem instinktiv gesteuert werden von Tieren, ist dem ja überlegen. Wir können planvoll quasi jenseits von Raum und Zeit überlegen, sozusagen. Ja, und das kann ich eben nur, indem ich mich als abgetrennt erlebe. So. Da brauche ich dieses 0 und 1 sozusagen, ja, dual. Das ist erstmal ein Überlebensvorteil. Aber gleichzeitig bringt es den Menschen eben so eine Leidensfähigkeit, die Tiere eben, die nicht im dualen Bewusstsein leben, und das sind, glaube ich, fast alle Tiere, die können dieses Leiden nicht so erleben. Also die können Schmerzen haben, aber die sind für sich selbst nicht als Ich vorhanden, nicht als abgetrenntes Ich. Die erleben das mehr so als, ja, wie so als Ganzheit auch, bin ich mir sicher. So, und da ist einfach kein Gedanke da, die denken nicht so. Das ist einfach so ein Fließen, so eine Automatik. So, genau. Und beim Menschen ist es eben so, wir können uns auch eine Automatik hingeben, so, wir können instinktgesteuert handeln, aber wir können eben auch ganz rational und dual handeln sozusagen. Wir können das nutzen. So. Und das ist aber die Quelle von allem Übel letztendlich dann. So, erstmal ist es dann im Überlebenssinn ein Vorteil, aber gleichzeitig ist es dazu da, dann transzendiert zu werden irgendwann wieder. So, es ist so erst ein Segen, dann ein Fluch, könnte man sagen. So biologisch oder absolut gesehen. Naja, es ist eben so. Ich sehe es immer so, ist immer die große Frage, warum das alles eigentlich, nicht?
Und da kann man eigentlich nur antworten, warum nicht? Also, weil Gott hat nichts verloren, als das Universum entstanden ist. Ist nichts verloren gegangen. Und niemand muss erlöst werden. Wenn man es absolut runterbricht, muss niemand erlöst werden, weil niemand in Wahrheit, hört sich jetzt verrückt an, wenn man die Welt heute sieht, ne? Aber niemand, in Wahrheit leidet niemand, weil niemand da ist als abgetrenntes Wesen. So. Das Ganze, was passiert, das ist eben gebunden an ein Ich-Erleben, und wenn dieses Ich-Erleben allumfassend ist, dann ist ja kein, dann gibt es kein Problem mehr. Weil ich nur noch mich überall sehe, ich sehe mich, ich erlebe dann sozusagen das ist so diese Erfahrung, es gibt nur mich. So. Aber das ist nicht im Ego-Sinne gemeint. So, nicht, das hat nichts mit meiner Person zu tun. Wenn ich sage, es gibt nur mich, dann meint das genauso den Nachbarn. Und der ist genauso da enthalten wie ich. Also ist nichts Schlechteres. Nur, ja, also das ist so vollkommen transpersonal. Die nächste Frage vorlesen? Ja, gerne. Von Monika. Hallo Jens. Ein Bodhidharma-Zitat lautet: Endlose Weite, nichts von heilig. Würdest du das bestätigen? Danke, Monika, für die Frage. Ja, kenne ich auch diesen Ausspruch. Leere Weite, nichts von heilig. Ja, ich würde es auch so sehen, wobei er hat das sicherlich so gesagt, um diesen Konzepten entgegenzuwirken, von heilig und nicht heilig. Ja. Also nichts von heilig, das ist so, die Wahrheit ist jenseits von heilig oder unheilig. Ja. Also man kann das so, man könnte jetzt diese Erfahrung von Satchit Ananda, die kann ich so als Art heiliges Erleben an, kann ich so bezeichnen. Ja. Aber es gibt ja keinen Gegensatz dazu. Ja, es gibt kein, also es ist genauso heilig dann zu erleben, wie man selbst gefoltert wird. Ja, das ist also kein, da ist kein, da ist keine Unterscheidung mehr da. Und wenn ich sage heilig, also das ist etwas Heiliges, dann ist das ja nur wahrnehmbar vor dem Hintergrund des Unheiligen. Also das ist schon, da ist eine Dualität dann wieder. Und deswegen nur leere Weite so als einfach Raum empfinden, so, ja, kann ich auch so sagen, wenn ich draußen bin, dann bin ich ganz weit, so, ja, das ist wirklich so, es hört nicht mehr auf. Also es ist eine Erfahrung von Weite. Wenn ich hier drin bin, bin ich genau das Wahrnehmbare hier, bin ich alles so, ja, leere Weite, keine Spur von Heil. Ja. Wie gesagt, wenn man das als heilig bezeichnet, dann höchstens im Sinne von absolut eben. Und damit steht nichts entgegen, also bedingungslos. Bedingungslos heilig, bedingungslos. Aber das ist ein schweres Wort in dem Zusammenhang, deswegen würde ich das auch so sagen, ja. Die eigentliche Wahrheit hat keine Qualität in dem Sinne, keine Kriterien, die man beschreiben könnte. Das ist so jenseits und diesseits von allem, so völlig paradox, ja. Da kann man weder heilig sagen, noch unheilig, noch, eigentlich ist auch dieses Raumempfinden, ist eigentlich auch nur, das ist eben auch nur da, wenn Weite da ist, ist Weite da, wenn Enge da ist, ist Enge da. Also das ist so, ne. Und sie fragt noch weiter, was ist mit dem Herz, wo viele sagen, dass dort sich das Ich Bin befindet? Ja, ich würde sagen, also das spirituelle Herz ist ja da gemeint, und das ist mehr, ich bezeichne das eher, also ich erlebe das eigentlich mehr so wie den, dass es der Satguru ist, der Lehrer, das ist nicht das, naja, man könnte sagen, da ist das absolute Ich, das ist im Herzen, ja. Und das steigt dann ins, wenn es im Verstand aufsteigt, also beim Wachwerden, ja, dann wird es zum Ego in dem Moment. Weil ich dann von diesem absoluten Ich, welches ja unbegrenzt ist, mache ich ja eine Verengung, indem ich mich als Körper begreife. Oder?
Und sie möchte wissen, empfiehlst du Herzmeditation? Welche Erfahrung hast du damit auf dem Weg? Meditation habe ich im Allgemeinen wenig betrieben. Also mein Weg war eher dieser Guru-Yoga-Weg, so Guru-Weg, den ich vorhin schon beschrieben habe. Ich empfehle alles, was jemanden anzieht. Also wenn du jetzt merkst, so Mensch, Herzmeditation ist was Wunderbares, das finde ich gut, das tut mir gut, dann ist es genau das Richtige, dann mach es. Ja. Aber es gibt da keinen richtig und falsch. Ja, der eine braucht dies, der andere das. Ja, manche Leute sind Zen-Typen so, die gehen zum Session und brauchen dieses harte, disziplinierte. So, manche Menschen brauchen das. Andere wiederum nicht. Ich zum Beispiel brauche es nicht. Ja, mir ist das zu extrem. So. Also es ist sicherlich ein Weg. Ein guter Weg, sich mit dem eigenen Herzen zu befassen, aber jetzt nicht im körperlichen Sinne, sondern eben im höheren spirituellen Sinne. Und ja, das, man kann natürlich so auch da körperlich hinfühlen, man kann eine Hand drauflegen und dahin spüren und auch Meditation machen, kann man alles machen. Ja, also das ist, da gibt es weder richtig noch falsch. Es gibt nicht den einen Weg, der für alle der richtige und schnellste und beste ist. Für den einen ist dies besser, für den anderen das. So. Bei mir war es so eine Mischung aus mehreren Wegen. Also ich habe Meditation war, weil ich zu undiszipliniert bin, war das nichts für mich. Ich habe für mich war eben diese Verbindung zum Guru so wichtig. Dann habe ich mich konzeptuell sehr stark mit Advaita Vedanta beschäftigt und das hat mir sehr viel gegeben. Ich habe diese Bücher verschlungen, also Satsang-Bücher sozusagen verschlungen regelrecht irgendwann und habe die täglich gelesen, eine lange Zeit. Und das hat mich regelrecht glücklich gemacht. Also ich habe, meine spirituelle Disziplin war immer eine, die mich erfreut hat. Und darauf habe ich immer geachtet. Ich habe keine Sachen gemacht, die mich nicht erfreut haben oder die mir ein komisches Gefühl gegeben haben. Die habe ich gelassen. Das ist meine Empfehlung, das zu tun, was das Herz erfreut, sozusagen. Das kann auch eine Herzmeditation sein, kann aber auch Yoga sein oder kann Kundalini-Yoga sein, kann Tantra sein, kann auch, ja, kann alles Mögliche sein. Ja, Sebastian im Zoom schreibt, ich merke immer morgens, dass meine Gedanken beginnen, sobald ich aufstehe. Ja, genau. Das fängt alles mit dem Ich-Bewusstsein an, also dass dann ein Wachzustand erscheint, dass dieses Gefühl Ich bin. Und dann kommt aus diesem Ich bin, kommt dann alles andere geflossen. So. Aber Gedanken sind ja kein Problem, weil Gedanken sind auch nur Gott, sage ich mal. Also Gedanken sind auch das Absolute. Ja, das ist nicht verkehrt zu denken. Es ist unheilvoll, sich natürlich vom Gedanken total wegreißen zu lassen. Wenn man sich jetzt mit Gedanken zu sehr beschäftigt und da so denkt man, die Gedanken wären wichtig oder so oder die hätten was zu sagen, dann kann man natürlich sehr leicht sich da ja fortgerissen werden von so Gedankenspiralen, die dann im schlimmsten Fall sogar in Depressionen führen können. Also ich habe es selbst erlebt, als ich noch jünger war, besonders. Das fing mit 17 an, so, und da habe ich dann auch in einer Tour nur noch denken müssen, ja. Und das waren ganz negative Gedanken, und die konnte ich nicht mehr abstellen. Und das war fürchterlich. Die haben dann auch den Schlaf verhindert und so weiter. Also, Gedanken können schon, wenn man falsch mit ihnen umgeht, sag ich mal so, können sie auch sehr nervend sein oder Leid erzeugen, Schmerz erzeugen. Aber ich kann auch eben jeden Gedanken dazu benutzen, indem ich mich frage, wem erscheint dieser Gedanke? Oder worin erscheint dieser Gedanke eigentlich? Oder woher, warum, was ist dieses Denken? Also schaut es euch an, Leute. Schaut nach innen. Ja? Schaut euch selber an dabei. Beobachtet es, wie es passiert. Ja? Wer ist es oder wie kann es überhaupt sein, dass da Gedanken sind? Und wer nimmt die wahr? Wer nimmt die Gedanken wahr? Wer weiß, dass er denkt? Ja, wer ist der?
Der den Denker sozusagen, ja, nee, das ist ein bisschen blöd, dann klingt das immer noch, als ob es mehrere gäbe. Ja, also es gibt ja nur dieses eine Ich, es gibt nur ein Ich, ja. Und dieses Ich in der Identifikation wird zum Ego dann. Das ist wie eine Verkleidung. Aber es behält die wahre Natur in Wahrheit. Deswegen stimmt ja auch dieser Spruch, nie geboren, nie gestorben, ja. Es ist immer da. Das wirkliche Ich ist eben nicht begrenzt auf irgendwas, sondern es ist absolut. Existiert aus sich selbst heraus. Ungeschaffen, akausal, also unkausal. Es braucht nichts, um zu sein, um zu existieren. Deswegen kann es auch nicht weggehen. Und das ist wirklich eine Sache, die erlebe ich ganz oft noch immer, wenn ich in meinen Ekstasen dann so bin, wenn ich Musik höre zum Beispiel. Dann möchte ich es eigentlich immer gleich rausschreien in die Welt. So, ja, Leute, es ist ich. Es ist diese Schlüssel, ist das Ich. Das Ich ist nicht der Feind. Nur die Identifikation mit etwas Begrenztem ist sozusagen unheilvoll. Ist das, was das Ego ausmacht. Ist eben, dass ich mich als Körper identifiziere. So. Aber das eigentliche, wirkliche Ich, das ist jenseits von allem. Ja, und es braucht kein Körper, um zu sein. Ja, das ist transzendent, ungeschaffen. Ja, existiert aus sich selbst heraus, sozusagen. Sich selbst erzeugend und erhalten, wobei es nicht erhalten werden muss. Es ist einfach da. Und das ist so das ist wirklich diese mystische Dimension des Seins, die wir alle haben. Jeder ist das. Ohne Ausnahme. Auch der finsterste Terrorist oder Tyrann auf der Welt ist das. Ja. Jeanette Nicole schreibt, ich überprüfe jeden Tag meine Handlung und muss feststellen, dass ich nicht die Handelnde bin. Mit Entscheidung ist es dasselbe? Also, das ist eine Frage. Ja. Ja, danke. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja ein und dasselbe. Das ist schon gut. Ja, dann hast du dir das ja schon mal angeguckt. Das ist gut, ja, genau. Und dieses Gefühl, nicht die Handelnde zu sein, ja, wird sich im Laufe der Zeit verstärken und dann immer mehr dich auch lösen von dem Geschehen, ja. Man wird immer mehr zum Zuschauer eigentlich, zum Zuschauer seiner eigenen Handlung sozusagen, also der eigenen Handlung, also die Handlung dieser Körper, dieser Mensch schon macht. Ja, ich erlebe es heute wirklich vollständig als Zuschauer. So, ich schaue mir immer selber über die Schulter irgendwie. So, völlig verrückt ist das eigentlich. Ja, aber es funktioniert. Ja, also dieser Körper, der hat so seine Konditionierung und seine Funktionsweisen, ja, der funktioniert eben auf seine eigene Weise. Und das tut er, ob jetzt jemand bewusst als ich da was macht oder eben nur zuschaut sozusagen. Ja, das funktioniert immer. Der funktioniert einfach weiter sozusagen. Und man könnte fast sagen, ohne Identifikation funktioniert das fast besser noch alles. Weil es ist einfach man hängt nicht mehr an den Dingen. Man hängt nicht mehr am Ergebnis. Man zieht, ja, also wenn ich was mache, dann bin ich nicht abhängig, dass es auch klappt davon. Ja, also ich kann das, ich mache die Dinge, das heißt, ich mache die Dinge, die geschehen einfach durch mich, weil dieser Körper eben so ist, weil dieser Körper was isst dann und trinkt und ja und so weiter. Es ist einfach so, wie so ein programmierter Computer dann läuft, ja, ohne dass ich das wäre. Also nee, ich bin das. Ich bin ja auch der Körper, aber eben nicht nur der Körper. So muss man sagen. Ja, entweder ist man alles nicht oder man ist alles zugleich. Und wenn man es ganz absolut sagt, dann ist man weder noch. Ja, man ist alles auf einmal und nichts von allem gleichzeitig. Und das ist eben nicht verstehbar. Das ist eben diese, und das ist dieses Ich. Es ist das Ich. Schaut euch euer Ich bin an, das ist der Schlüssel. Das Ich bin ist der Schlüssel. Schaut euch das an.
Das ist wie so ein, also wirklich dieses, das Ego ist im Grunde wie so ein Schlüsselloch. Und wenn man den richtigen Schlüssel quasi da reinsteckt, dann geht die Tür auf und das kleine Schlüsselloch wird plötzlich zur Riesentür und zum riesigen Durchgang. Und ja, das ist so, ja, schlechte Analogie, aber ich glaube, es ist verständlich, was gemeint ist. Ja, also das kleine Schlüsselloch wird plötzlich zum Türdurchgang. So. In dem Moment, wo ich mich selbst erkenne, erkenne ich nämlich, dass ich gar nicht das Mini-Schlüsselloch bin, sondern ich bin in Wahrheit die Tür und die Tür gibt's gar nicht. Genau, so ist es am besten. So am Ende, nicht, das ist das torlose Tor. Wenn ich durch das Tor, wenn ich durch dieses Tor durchgegangen bin und wenn ich mich dann umdrehe, ist das weg. Die Tür hat es nie gegeben. Und dann sieht man nur noch, man sieht dann nur noch das Absolute. Und dann sieht man auch, dass man das schon immer gewesen ist. Nur, dass man in so einem merkwürdigen, wie in so einer Hypnose war. So erlebe ich das heute. Also ich weiß, dass ich so hypnotisiert war und geglaubt habe, wirklich dieser Mensch zu sein. Also wirklich, also das auch erlebt habe. So, man erlebt das dann ja auch so, dass dieser Glaube schafft irgendwie so eine scheinbare Realität eben. Und die sehr echt wirkt, ja. Deswegen ist ja so ein Morden und Hauen und Totschlagen auf der Welt. Weil die Leute glauben, es sei Wirklichkeit. Und Janet Nicole schreibt noch, und es ist sehr befreiend. Ja, schön. Sehr gut, ja. Ja, bei mir war das so ein langsamer Prozess, wie gesagt, so nach 12 Jahren der intensiven Suche, da war dann so ein zum ersten Mal so ein Erleben da, dass ich irgendwie Bewusstsein bin, wobei das noch so an so ein Tagesbewusstsein gekoppelt war. So, da war ich noch identifiziert mit dem Wachzustand und war deswegen auch noch immer unterbrochen, so in meinem Leben. Und später ist es dann noch tiefer gegangen und dann war es immer nicht mehr unterbrochen. Da war das nur noch so Zeugengewahren immer. Und da war aber noch das Abgetrenntsein, genau, da war noch als hauptsächliche Trennungsqualität war noch so, der Zeuge war vom Bezeugten noch getrennt, so. Und heute ist es das so, dass ich weder Zeuge noch Bezeugtes irgendwie unterscheide, sondern das kann ich zwar unterscheiden, intellektuell so, ja, ich kann es im Denken unterscheiden, funktional unterscheiden, aber nicht gefühlt. Gefühlt ist da keine Unterscheidung mehr. Also ich unterscheide nicht mehr zwischen Zeuge und Bezeugten. So, es ist alles eins irgendwie. Und das gibt's, ja, das ist das Verrückte, dass es eben schon immer war. Ne? Und das ist, man ist wirklich wie so in so einem, ja, göttliche Hypnose hat es ja mal Ramisch genannt. Göttliche Hypnose. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Man ist wie hypnotisiert. Narasimha fragt, hast du dich auf deinem Weg auch mit Trauma und persönlichem Leiden beschäftigt? Ja, sehr. Vielen Dank für die Frage. Also, ich habe ja Depressionen gelitten. Also, fing mit 14 an, so kurze Depressionen, so für einen Nachmittag oder 2 Tage oder so. Und dann wurde es immer länger. Je älter ich wurde, desto länger wurden die Depressionen. Und dadurch wurde ich sozusagen gezwungen, mich mit meinen Negativitäten auch zu beschäftigen. Weil in der Depression kam dann die ganze Scheiße, die ganze verdrängte Gedankenmist und alle Erfahrungen, die ich so, also auch schlechte Erfahrungen, die man so in der Schule mal macht und so, es kam alles auf einmal hoch. Und dann kam so dieser Eindruck, weiß ich noch, wie ich dann so nachts wach lag und dachte, du bist der schlimmste Arschloch der Welt. Du bist so ein gemeiner, fieser Scheißkerl, so habe ich dann gedacht, so, oh, bin ich widerlich. Ne, so, und ich habe mich selbst gehasst, regelrecht. Und das ist aber eine völlige Verzerrung. Weil man hat vorher verdrängt und dann kommt das alles immer hoch. Ja, und entsteht ein falscher Eindruck. So, und da denkt man dann, man ist der Teufel persönlich, so ungefähr. Und das Gehirn schaltet ja auch dann irgendwann in der Depression, das ist ja so auch stoffwechselbedingt sozusagen, schaltet ja auf negativ. Kennt ja nur noch, das Gehirn kennt einfach nur noch Nein. Nur so. Das war mein Leidensweg, ne? Depression, immer wieder. Und dann später waren die wirklich jährlich dann. Und dann immer so alle 1 bis 2 Jahre zuerst und dann für 5 bis 6 Monate immer war das. Das war richtig, also,
Richtig heftig. Und dann war, zum Glück war es dann so nach ein paar Mal, wo es dann so alle 1 bis 2 Jahre war, war es dann immer mal 10 Jahre weg. Da habe ich schon gedacht, jetzt hast du es hinter dir, und dann war es doch wieder da plötzlich. Dann kam das wieder. Ja, das Depression, also ich kann fast sagen, dass jede meiner Depressionen eigentlich ein Trauma gewesen ist. Wobei das Gehirn zum Glück so einen Trick macht, dass es das Gehirn ist in der Lage, die Depressionen auszublenden hinterher. Man denkt nicht mehr an diese Inhalte. So, das wird irgendwie so, also habe ich das immer erlebt, das wird so wie weggeschlossen in so einen Kleiderschrank und dunkel weggeschlossen und Tür zugemacht sozusagen. So dass man auch nach einer Depression, die ja, also eine Depression ist ein seelisches Trauma auf jeden Fall. Also währenddessen man das erlebt, ist es die reine Hölle. Und ja, hinterher ist es dann immer so relativ weg erstmal wieder, wenn man normal weiterlebt dann. Aber wenn dann die nächste Depression kommt, dann kommt alles wieder hoch, ne? Ich kann da nur empfehlen, sich in die Lage zu bringen. Also es ist jetzt nicht so, ich bin nicht so jemand, der Selbstverbesserung empfiehlt. So, das gibt ja so diese Selbstverbesserer, ne, die einfach immer so möglichst toll und perfekt sein wollen und alles wegtherapieren und alles dies und das und so. Also man sollte sich in die Lage versetzen, dass man gesundheitlich, körperlich und seelisch, mental in der Lage ist, sich eben dem spirituellen Weg zu widmen. So, man sollte sich so weit fit machen, dass man den Weg gehen kann. Aber nicht, man muss sich nicht perfektionieren mit 1000 Therapie-Sessions und so weiter. Das würde ich nicht empfehlen. Aber man muss eben, wenn es einem schlecht geht, wenn man eben traumatisiert ist oder andere schlimme Erfahrungen gemacht hat, sollte man sich schon, wenn einem das sozusagen so beeinträchtigt, dass man seinem normalen Leben und auch dem spirituellen Leben, was man vielleicht gerne hätte, nicht mehr nachkommen kann, dann ist Handlungsbedarf. Und dann würde ich auch immer empfehlen, Therapeuten aufzusuchen oder entsprechende Menschen aufzusuchen, die da helfen können. Er fragt auch noch beziehungsweise Therapie. Ja, ich hab selbst auch Therapie-Sessions gemacht, einige, muss ich sagen, um einfach so meine persönliche Geschichte aufzuarbeiten. Also diese persönlich-seelische Geschichte, die sich in diesem Leben jetzt so ereignet hat, auch so in meinem Elternhaus und so, was ambivalent war. Es gab Gutes, es gab Schlechtes bei uns. Eigentlich ganz normal so. Aber ich bin eben auch so ein Sensibelchen, und da ist einiges schiefgelaufen. Dann für mich einfach, ich habe einfach ein bisschen Pech gehabt so. Im Nachhinein kann ich nur sagen, es ist alles super gewesen, weil das Leid hat mich auf den spirituellen Weg gebracht. Ganz klar. Und habe mich da immer vorangetrieben. Das Leid ist wie so ein Dezo zur Erkenntnis, eigentlich, kann man sagen. Wenn man bereit ist, und ich musste das überwinden, also die Todessehnsucht überwinden, wenn man diesen Trieb dann überwinden kann, dass man sich eben nicht umbringt, sondern am Leben bleibt, dann ist das sehr fruchtbar, sich zu stellen, dem Leid zu stellen sozusagen. Das bringt einen unheimlich voran. Und das ist auch so eine Sache, hier nach jeder Depression habe ich die Welt ein wenig weniger geschätzt sozusagen. Also nicht geschätzt, also nicht abgelehnt, sondern sie war nicht mehr so wichtig. Die weltlichen Dinge haben mich immer weniger belastet. Dadurch, dass ich so intensives inneres Leid erfahren habe, konnten mich diese äußeren Dinge irgendwann gar nicht mehr catchen. So. Das hat mich einfach nur noch so, Mann, haben die Probleme, habe ich da mal gedacht, bei anderen Leuten so. Ne? Das wird dann relativiert, wenn man so schlimme Dinge erlebt. Deswegen ist nichts, also auch Scheitern oder Leiterfahrung, ist alles wunderbar letztlich. Führt letztlich auf den Weg der Befreiung. Jeanette Nicole schreibt: Vielen Dank, lieber Jens, für deine Antworten und Herzen und Namaste. Ja, vielen Dank für die Fragen und dass Sie sich beteiligen. Das ist das A und O. Also ich mache das Satz dann gar nicht alleine. Wir machen den gemeinschaftlich hier. Deswegen freue ich mich immer, wenn sich Leute auch beteiligen.
Schwupps, da war Stille. Ja, ein paar Minuten haben wir noch, also letzter Aufruf. Wenn noch irgendwas ist, wie gesagt, es muss keine Frage sein, könnt auch was anderes mitteilen, einfach. Die Stille ist auch ein heilendes Prinzip, oder? Naja, die Stille ist an sich der mächtigste Satz, sagen. Nur ist es so ein bisschen übers Internet. Ja, ich weiß nicht, da reicht mir das. Man kann das machen. Ich habe schon früher schon mal so Dashans aufgenommen oder stille Satsangs, wo ich eine Stunde mich vor die Kamera gesetzt habe und einfach nichts gesagt habe. So, das war aber dann auch kein Livestream. So, ich meine, als Livestream ist es auch gut. Man kann sich natürlich eine Stunde hinsetzen und gar nichts sagen. So. Und auch keine Fragen beantworten. Das ist so ein Dasein, ja. Das ist dann einfach, dann teilt man einfach so die Präsenz miteinander, dass man sich sieht oder so. Ja. Jetzt kommen noch Fragen. Ja, gerne. Von Narasimha. Habe mich schon in Therapie verloren und auch in Spiritualität bzw. Non-Dualität. Eine Balance ist vielleicht sinnvoll. Wie siehst du das? Danke dafür, für die Frage. Ich hatte es schon ein bisschen gesagt, ebenso, dass Therapie oder so ärztliche Hilfe oder quasi Selbstverbesserung oder dass ich mich heile in gewisser Weise, sollte eben nicht zum Selbstzweck werden, so dass ich da so das nur noch mache, so um seiner selbst willen, sondern eben sollte mich in die funktionale Lage eben versetzen, mich dem Höheren sozusagen oder der Non-Dualität oder wie auch immer, welches Konzept man da verfolgt oder welchen Weg man auch immer geht, dass man sich dem eben ungestört widmen kann. Ja, zum Beispiel, als ich in der Depression war, da war ich nicht in der Lage, Selbsterforschung zu betreiben. Das ging einfach nicht. Ich habe das zwar immer wieder versucht, so. Ich habe dann auch gedacht, meditiere doch einfach ganz viel, wenn du schon nichts machen willst. Und das ist aber kein Meditieren. Das ist einfach nur so ein stilles Leiden dann. Also das hat nicht funktioniert in der Depression. Und so ist es auch mit anderen Leiden, ob sie nun körperlich, wenn man jetzt ganz schlimme körperliche Schmerzen zum Beispiel hat, dann ist es auch so, dass man sich ja dann nicht, also das ist ganz schwer, sich dann auf die Frage, wer bin ich oder irgendwas anderes zu konzentrieren, wenn man da vor Schmerzen nur schreit, so ungefähr. Dann ist es erstmal sinnvoll, in gewissem Maße dann Schmerzmittel zu nehmen, um einfach überhaupt noch reflektieren zu können. Ja, also nicht Heilung und Therapie und diese ganzen selbstverbessernden Sachen. Eher so dazu sehen, um sich in die Lage zu versetzen, das Eigentliche zu machen. Das ist dann meine Empfehlung. Und Und ja, nach das ist auch eine Balance, ja sicher. Also wobei letztlich, also wenn man jetzt da so gecatcht ist, wenn man wirklich diesen Virus der Erleuchtung sozusagen gefangen hat oder wenn der einen gefangen hat und einen nicht mehr loslässt, ja. Dann auch dazu stehen und auch zu dem, das ich suche, dazu stehen. Also nicht das Verdrängen oder so sagen, suchen ist ja uncool und suchen ist ja, da ist man ja nicht erleuchtet oder so. Und dann, sich dann sowas einreden oder so. Ne? Das nicht. Also wirklich dazu stehen dann. Und das Leben dann, so gut es geht. Und vor allen Dingen das verfolgen, was man merkt, was einem gut tut.
So, das ist ein sicheres Zeichen, dass das das Richtige für dich ist dann. So, und wenn das Non-Dualität ist, dann ist es wunderbar, ja. Dann verfolgt das, und wenn dich irgendwas anderes ablenkt, dann machst du eben soweit Therapie oder suchst dir Hilfe, dass du weitermachen kannst. So. Und er möchte noch wissen, hast du Erfahrung mit Kundalini oder Shaktipat? Kundalini-Erfahrung habe ich jede Menge gemacht, allerdings mehr so spontaner Natur. Also ich hatte das Glück, dass ich eben diesen Guru da getroffen habe, sozusagen. Und da allein diese Begegnung mit dem Guru hat solche Kundalini-Erfahrungen ausgelöst, sehr intensive, mehrfach auch. Und Shaktipat, ja, das ist, sagt mir jetzt nicht so viel, ich weiß, das hat was mit Berührung zu tun und so. Aber das, ja, sagen wir mal so, ich hatte im Traum eine Art Shaktipat, aber nicht berührt, sondern der hat nur so die Hand gehoben, ne? So in mehreren Metern Entfernung. Und einfach nur durch diese Handfläche kam dann plötzlich so ein, irgendwie, als wäre so eine Welle auf mich zugekommen, und dann war ich plötzlich ausgenockt. Und dann war ich plötzlich das eine. Also, sie hat mein Ego ausgenockt, er hat die Hand gehoben, ich war ausgenockt, das Ego war weg und ich war das, plötzlich. So. Das würde man aber nicht als Shaktipat, glaube ich, bezeichnen, weiß ich nicht. Also, ich kann auch mit diesen ganzen Begriffen manchmal gar nicht so viel anfangen, aber Kundalini, ja, sicher. Also, die Kundalini ist halt so ein Energiephänomen im Körper. Das ist automatisch, die rührt sich dann irgendwann. Also begleitet, weil das stellt dann körperlich dieses, ne, das ist so ein Hochschießen wirklich von unten, vom untersten Chakra, dann man merkt das mal, ich merke das mal so, wenn ich Musik höre oder so, dann merke ich so richtig, wie das da unten so einen Druck gibt plötzlich, und dann kommt so, wenn das nicht so heftig ist, dann kann es in verschiedenen Intensitäten auch erleben. Also wenn ich so sanft das erlebe, dann ist das wie so Stunden. Oh ja, Ups. wir sind immer noch online. Ah ja, sehr schön. Ja, also das ist wie so ein Strömen, ja. Das steigt von unten vom Wurzelchakra auf, so, und geht dann bis nach oben ins Scheitelchakra. So. Und wenn das so richtig mit aller Wucht passiert, dann erlebt man so eine kosmische Einheitserfahrung, kann man dann erleben. Ja, wir sind auch langsam am Ende der Sendung, sag ich mal. Gut, ja, ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die beteiligt waren oder auch nur zugeschaut haben. Vielen Dank fürs Fragen vorlesen, und ja, und ich freue mich dann auch demnächst wieder uns hier versammeln dann. Danke dir für Satsang. Danke euch allen. Und einen schönen Abend noch. Ja.